meisten unserer Wildkameras sind elende, viereckige Kästen und man erkennt sie. Und ich will da ein wenig vorbeugen. So, jetzt geht's auf den Wolf. So, das Ding geht heute ins Feld. Das ist eine alte Baumwurzel. Und da ist die Kamera oben integriert. Also von 3 Meter Entfernung sieht man das nicht mehr. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es hinten aussieht. So, das ist die Rückseite der Jansen. Das Ding ist unten schräg. Damit korrigiere ich im Prinzip den Neigungswinkel. Dann kann man hier oben das Teil einfach rausnehmen. Das ist die obere Verkleidung der Kamera. Nehme ich hier so raus. Dann steckt die Kamera da oben drin. Löse ich hier 2 Schrauben. Kann ich theoretisch Flügelschrauben reinmachen. So, dann kann ich das Stützbrett da hinten ein bisschen locker machen und ziehe die Kamera nach oben raus. Fertig. Unsere Kameras werden im Wald als Fremdkörper wahrgenommen vom Wild. Hier ist der Fuchs, der hat plötzlich die Kamera entdeckt und dann aber nichts wie ab. Das Nutria hat sie entdeckt und wählte sogar einen anderen Weg in den ersten Nächten, um an diesem viereckigen Kasten vorbeizukommen. Auch das Reh erschrickt, als sie die Kamera entdeckt und erstmal weg. Das ist so aufgeregt, dass es nur noch mit den Ohren schüttelt und denkt, was ist hier los? Und die Hirschkuh studiert die Kamera eingehend. Ich glaube, sie riecht auch, ob das Ding fremd riecht und zieht es dann vor, lieber abzudriften. Und weg. Ja, am Geruch wird die Kamera sehr gut erkannt. Gerade das Rehwild riecht sehr oft dran, gewöhnt sich aber irgendwo an den Geruch. Und je länger die Kamera an einer Stelle hängt und auch je öfter dran gerochen wird, je besser ist das eigentlich für die Wildbeobachtung. Das Reh hier kam ein paar Mal. Bei dieser Aufnahme sieht man auch, wie schlecht der Ton eigentlich ist, hat kaum was wahrgenommen. Die Dark Ops ist das mit den unsichtbaren Lichtern. Das Reh wittert etwas, sieht allerdings die Beleuchtung nicht und zieht ab. Hier haben wir eine ganz ähnliche Situation jetzt gleich. Ebenfalls wieder mit der Dark Ops. Das Reh riecht was und guckt, aber empfindet das Ganze als nicht sehr aufregend. Das Nutria hatte sich ein paar Tage später auch an den viereckigen Kasten gewöhnt, aber dran gerochen hatte es also ganz oft, beziehungsweise blieb stehen und hat gerochen. Auch das Reh hier nimmt Witterung auf, erkennt wohl die Kamera, macht sich aber nichts draus. Die Strike Force hat ja helle Lichter, aber selbst die wurden von den Tieren nicht ernst als Gefahr aufgenommen. Nächstes Thema ist das Geräusch. Ich habe da leider nur Fotos dazu. Bei der Wildkatze hatte mich also ganz genau erkannt. Sie hat das Geräusch gehört, hat dann die Flucht ergriffen. Hier hat sie erstmal gestutzt, das andere Aufnahmen, aber auch schnell weg. Und das ist dieses kleine Geräusch, wenn der Filter davor schiebt. Dann das fremde Licht, also die LEDs. Die Kampak hat ja leicht glimmendes Licht. Wird ohne große Hektik vom Wild wahrgenommen. Und ich habe festgestellt, das Wild gewöhnt sich regelrecht an dieses leichte Glimmen. Im Gegenteil, es wird dann mal ganz vorsichtig beäugt und hier wird kombiniert Glimmen, Geruch und Kasten. Was ist das? Ja, das war's schon wieder. Kleine Exkursion ins Camouflage. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.